Test, Test. Guten Abend, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal in etwas legerer Atmosphäre hier bei uns auf dem Balkon nach einem relativ mauen Trainingstag von der Gesamtbelastung und auch vom Gefühl her. Gestern, also heute ist Sonntag, gestern bin ich im Freiwasser geschwommen wie ein Walhai. Also wie was Schnelles. Ich bin geschwommen wie jemand oder etwas, was sehr schnell schwimmen kann. Mit Neo 2,5 Kilometer in 1,27er Pace, was für mich wirklich gut war. Also es hat sich vom ersten Zug an perfekt angefühlt. Kennt ihr das, wenn es sich einfach geil anfühlt? So selten, aber es kommt manchmal vor. Und heute war dann gleich wieder, hallo Felix, zurück in die Realität. Unfassbar madig angefühlt und den ganzen Tag dann eigentlich eher so in der Horizontalen mich bewegt, auf dem Sofa rumgelegen. Natürlich den Berlin-Marathon angeschaut. Was für ein krasses Rennen. Eliud Kipchoge vom ersten Schritt an, glaube ich, hat er sich auch ziemlich gut gefühlt, wie ich gestern beim Schwimmen. Wahrscheinlich hat er sich noch ein bisschen besser gefühlt. Also ich fand es so krass, vom ersten Schritt an so einen Druck gemacht. Für Kipsang, der ja mit dabei gewesen war, auch ein unfassbar starker Marathonläufer. Gar keine Debatten da irgendwie mitzurennen. Klar, der Abstand war relativ lang, noch so ein bisschen, dass man sich gedacht, naja, wenn Kipchoge eingeht, vielleicht wird es was. Nein, also es war kein spannendes Rennen. Es war dann nur noch die spannende Frage, wie viel unter Marathon-Weltrekord schafft es Kipchoge? Und der hat es mit einer Leichtigkeit geschafft. Das war es, glaube ich, 2 Stunden, 1 Minute, 38, 39 Sekunden. Also wirklich phänomenal. Die zweite Hälfte schneller gelaufen. War ständig an der Trinkflasche. Für mich sah es auch so aus, als ob die Trinkflaschen ein bisschen schmaler gewesen sind, die er hatte. Und was mich ein bisschen verwirrt war, dass meines Wissens eigentlich auch Kipchoge sich mit Morten verpflegt hat. Hat man bei ihm jetzt nicht gesehen. Bei Kipsang hat man die Morten-Flasche gesehen. Also fand ich ganz interessant. Weiß nicht, vielleicht weiß jemand von euch mehr darüber. Dann gerne hier unten in die Kommentare. Freue ich mich drüber. Und genau, ich bin nachmittags jetzt hier gerade eben noch eine kleine Runde gejoggt durch den Wald. Ein bisschen mal einen Pfad wieder gelaufen, den ich schon lange nicht mehr gelaufen bin. Und habe mir gedacht, ich schulde euch noch ein Q&A. Ich hatte ja schon in Italien, was jetzt schon über eine Woche wieder her ist, aufgerufen dazu. Und bevor ich mich am Mittwoch wieder ins Auto setze, um zur Langdistanz zu fahren, die dann am Samstag, wo dann am Samstag der Start ist in Cervia, habe ich mir gedacht, es ist Zeit, das Q&A hier nochmal mit aufzunehmen. Deswegen ohne langes Rumschweife und mit dem etwas Spicken hier aufs Handy gucken, eure Fragen unter diesem Video beantworten. Eine Frage, die immer wieder aufkommt, diesmal von Jakob Maurer, welche Uhr ich verwende im Moment. Laufe und schwimme ich mit der Garmin Forerunner 935 und habe am Rennen oder am Zeitrad immer den Garmin Edge 820 drauf. Bin ich ganz zufrieden mit. Und als kleiner Disclaimer, ich musste damals auch dafür nichts zahlen. So oder so, für mich meiner Meinung nach gute Produkte. Valentin Wahler hat zwei Fragen gestellt. Die erste Frage war, wie viele Kalorien ich täglich zu mir nehmen muss, um das Verbrannte irgendwie wieder aufzuholen. Das ist natürlich von Trainingstag zu Trainingstag sehr, sehr unterschiedlich. Heute hatte ich kein Problem mit der kurzen Schwimmeinheit und dem kurzen Dauerlauf, sowas auch reinzubekommen. Ich habe schon aber das Gefühl, dass man wirklich sich darauf konzentrieren muss, gerade an den Tagen, wenn man lange auf dem Rad sitzt und vielleicht eher nur so Flüssignahrung zu sich nimmt, dass man dann auch wirklich, oder dass ich persönlich dann auch darauf achte, genügend zu essen. Ich neige dann doch dazu, dann schnell irgendwie einen Mittagsschlaf machen zu wollen. Und dann vergisst man es einfach manchmal und merkt dann irgendwie abends, oh, ich bin irgendwie, hänge ein bisschen durch. Oder manchmal geht sowas auch 2 Tage gut, mal so eine, oder es ist nicht so schlimm, wenn man mal eine Mahlzeit vergisst. Oder wenn es mal irgendwie untergeht im Trainingsstress. Aber dann kommt doch hin und wieder das ist böse Erwachen, wenn man dann plötzlich einen maximalen Unterzucker bei einer Tempoeinheit merkt, okay, es geht gar nichts. Und oft ist es halt dann dem geschuldet, dass man einfach zu wenig gegessen hatte. Die zweite Frage von Valentin ist eine sehr gute Frage mit dem jetzt geänderten Qualifikationssystem für die Profis, wie ich da meine Chancen so einschätze und wie das ausschaut. Also bisher gab es ein Punktesystem, nicht ganz einfach zu verstehen. Die ersten 40 bis zu einem gewissen Tag, mal 10 dazu, außer von Kontinent. Also wie es jetzt ist, man muss in aller Regel einen ersten Platz machen bei einer Langdistanz. Ich glaube, bei ganz großen, vielleicht so Frankfurt, gibt es auch Plätze für die ersten 2. Das ist im Prinzip eine Slotvergabe wie bei den Age Group Athleten auch. Für mich werden die Chancen
dadurch extrem, extrem, extrem gering, mich in den nächsten 1 bis 2 Jahren, sage ich jetzt mal, dafür zu qualifizieren. Also erstens ist mein Schwimmen noch nicht konkurrenzfähig, was dazu führt, dass ich in keine Radgruppe der Welt reinkomme, die mich dann noch laufen lässt, um so ein Ding zu gewinnen. Also da muss ich einfach noch am Schwimmen mich sehr weit verbessern, ob ich da hinkomme, mal in eine Radgruppe dann vom Schwimmen rauszukommen, um dann vom Radfahren zu kommen, um dann noch gut laufen zu können. Das wird man sehen. Nächstes Jahr halte ich das für sehr, sehr unrealistisch. Insgesamt bin ich gespannt, wie das ablaufen wird, wozu es führen wird. Ich glaube, das ist aber auch nochmal ein separat ganz eigenes Video, was ganz spannend sein kann, darüber mal zu philosophieren. Oh, es riecht schon gut. Susi hat Quiche Lorraine gemacht. Jemand hat gefragt, ob es sein kann, dass ich Schauspieler bin. Er hat mich in einem Trailer gesehen, glaubt er, unter dem Höchstadt-Video. Nein. Das waren ja gar nicht so viele Fragen zu dem Q&A. Dann hab ich auch nicht so ein schlechtes Gewissen, dass ich so spät jetzt erst. Oh Mann, das wird ein langes Video zum Schneiden. Oh doch, hier. Ich habe ins falsche Video geguckt, ich Depp. Also gut, Q&A jetzt so. Jetzt muss richtig schnell gehen, sonst bin ich hier komplett. Das ist alles okay. Klaus fragt, Felix, wie waren deine Wattzahlen bei Eschborn Frankfurt? Da bin ich letztes Jahr 2017 beim Hobby-Amateurrennen 6. geworden. Klaus, kann ich vielleicht nicht sagen, bin ich mit meinem Rennrad gefahren und ich hatte keine Wattwerte. Spolman, Robert sieht aus wie André Greipel. Er kann mindestens so Rad fahren wie André Greipel. Während langer Radtrainingseinheiten, wieder aus dem Video, ernährst du dich da wie im Wettkampf mit Gels oder nichts, dafür kurze Pause an der Tanke mit Red Bull? Ich bekomme bei längeren Radtrainings ab 3 Stunden Probleme ohne Gels, auch wenn ich Grundlagentempo radle. Mache aber so lange Einheit noch nicht oft bisher. Essen, 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 trinken, trinken, trinken. Gels eigentlich nur dann im Training, wenn ich relativ nah am Wettkampf dran bin. Das heißt, wenn das ist eine bewusste Entscheidung für mich, dann, dass ich mich für einen Gel entscheide, sonst tendenziell eher ein Müsli-Riegel oder mal Snickers oder. Gel mache ich wirklich eher, also ich habe immer Notfallgel mit dabei, auch eins mit Koffein, falls man entweder jemand aus der Trainingsgruppe seine Sachen vergessen hat oder es geht ihm nicht so gut oder es geht einem selber mal ein bisschen madig. Gels eher so in der wettkampfnahen Phase, wenn ich einfach den Magen noch ein bisschen brauche, wenn der Magen noch ein bisschen Gewöhnung dran braucht, um das dann besser zu vertragen. Aber ansonsten habe ich relativ viel Kohlenhydrate auch dann in meinen Getränken immer gemischt, um das einfach aufnehmen zu können. Gerade aber bei längeren Radfahrten muss man da immer wieder zuführen natürlich, sonst geht der Ofen bei jedem irgendwann aus. Ob ich meine Trainingspläne selber stelle? Ja, Trainingspläne fürs Radfahren und fürs Laufen erstelle ich selber. Und die Schwimmtrainingspläne kommen von der lieben Hanna Kraus mit Nachnamen. Wer sie googeln will, sie bietet Schwimmcoaching an. 2011 Musik will mein V2 Max wissen und ob ich den regelmäßig testen kann. Ich kann dir nur sagen, was meine Garmin-Uhr anhand meiner Watt- und sonstigen Fitnesswerte errechnet. Das ist beim Laufen ein 68er V2 Max und beim Radfahren 69er V2 Max. Kann man natürlich nicht allzu viel mit anfangen. Da müsste man schon eine Spiroergometrie mitmachen. Mache ich eigentlich schon über Jahre hinweg nicht mehr. Karl Nickel sagt, okay. Felix, meine Frage wäre, warum ich nach 90 Kilometer auf dem Rad in der Mitteldistanz knapp 2 Stunden brauche beim Laufen, aber so bei einem Lauf 1,34 maximal. Ich dachte mir vor 4 Wochen mal einen Short und schaue schnell wie. Weil mich am Rad nicht. Wie kann man das am besten trainieren? Grüße aus der Schweiz. Grüße in die Schweiz zurück. Man ist einfach deutlich langsamer beim Laufen ohne das Radfahren vorher. Man kann so sagen, je besser der Läufer, desto weniger ist der Verlust vom Radfahren runter zum Laufen. Und dann kommt es ganz viel auch einfach auf die Intensität der Radfahrt an, die du davor gemacht hast. Da glaube ich, kann ein Wattmesser wahnsinnig viel helfen, viele Jahre Erfahrung, um sich einfach ein bisschen da reinfühlen zu können. Schwer sowas zu trainieren. Ich denke, immer wieder lange Radfahrten machen, nachdem man dann koppelt direkt, kann man sich natürlich in gewisser Hinsicht dran gewöhnen. Ansonsten ist es einfach eine Trainingssache und das wird auf jeden Fall mit der Zeit kommen. Oh, jetzt ist das Licht ausgegangen. Geht auch ohne Licht? Ja, geht auch ohne Licht.
Felix, hast du Tipps gegen Bauchkrämpfe beim Laufen im Triathlon? Mir ist es jetzt schon zum zweiten Mal passiert, dass ich kurz nach dem zweiten Wechsel extreme Bauchkrämpfe bekommen habe. Und er sagt noch dazu, dass er nur weißes Toast gefrühstückt hat. Und daran könnte es ja dann eigentlich nicht liegen. Bauchkrämpfe ist ein bisschen eine Frage. Sind es Bauchkrämpfe muskulärer Art und Weise oder ist es eine Verdauungsgeschichte? Eine Verdauungsgeschichte, dann musst du einfach ein bisschen weiter daran noch herum experimentieren, was du gut verträgst, was du während des Wettkampfs gut verträgst und was du davor gut verträgst. Ansonsten kann es aber natürlich auch eine muskuläre Verspannung sein. Kann davon kommen, dass man dann sich einfach aufrichtet aus dem Moment, wo man die ganze Zeit im Zeitrad, in der Zeitposition vielleicht lag, angespannt ist, mit Druck gearbeitet hat, den Rumpf stabilisieren muss, wenn man das noch nicht gewöhnt ist und dann sich aufrichtet, laufen muss, wo du auch eine Rotationsbewegung hast und das die Muskulatur ausgleichen muss. Also da ist einfach wahnsinnig viel Action, wahnsinnig viel Aktivierung in dem ganzen Rumpf- und Hinternbereich. Ich kenne das auch. Also ich habe das schon auch manchmal, es ist kein richtiger Krampf, aber es ist sehr unangenehm. Genau, und wenn es Ersteres ist, dann habe ich schon gesagt, ein bisschen mit der Ernährung was ausprobieren. Wenn es Letzteres ist, also eine muskuläre Sache, dann vielleicht mal an der Radposition arbeiten. Ja, ein Rumpfkräftigen ist auf jeden Fall dann auch wäre wahrscheinlich auch eine gute Idee. Mensch, ich bin so eloquent heute, das ist unfassbar. 4-4 Battle sagt, abgesehen vom Zeitaufwand, rentiert sich der Sport oder hast du allein durch bla bla bla? Genügend Sponsorenpreise wieder reinbekommen? Nein, lohnt sich nicht. Finanziell, weil immer wieder die Frage auch aufkommt, wie finanziere ich das? Also ich habe einige Sponsoren, die mich mit Material unterstützen. Ansonsten habe ich einige Jobs, die ich mache, mit denen ich mich finanziere. Biete Coaching an und verschiedene andere Sachen und halte mich so über Wasser, dank meines hervorragenden Support-Teams. Nächste Frage von Dopex1337. Er sagt, Roberto, der heimliche Star hier, stellt sich ein Red Bull rein. Ist das hilfreich bzw. gesund beim Sport? Ersetzt es die Fruchtsaft-Wasser-Kombi? Gibt es einen Koffeinkick? Oder ist es vielleicht eine Sponsoring-Sache? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das gesund sein kann. Dopex1337, du hast recht. Ich glaube auch nicht, dass Red Bull wirklich gesund ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es schmeckt so pappsüß, aber ich weiß nicht, ich stehe irgendwie so auf so pappig süße Dinger gerade beim Sport. Ich finde es, nicht gesund, aber mei. Darf ab und zu mal sein. Ersetzt jetzt natürlich auch nicht den Drink, den man zu 90% der Zeit trinkt. Es ist einfach ein bisschen Abwechslung. Und wenn du 3 Stunden bei glühender Hitze durch die Gegend gekurvt bist, dann ist natürlich auch der extrem hohe Koffeinanteil nochmal ein bisschen förderlich, ein bisschen Abwechslung und irgendwie tut es gut. Tobias Eberhardt fragt, ob Trainingslaufräder fürs Triathlon sinnvoll sind, wenn man das Geld dafür hat und seine anderen schonen kann. In der Zwischenzeit würde ich auf jeden Fall sagen, gerade jetzt, wenn es dann die äußeren Bedingungen vielleicht nicht mehr ganz so gut sind in einigen Wochen. Willi Reinhardt fragt, ob ich das Head-Up-Ding von Garmin habe. Ich weiß auch nicht, wie es heißt, so ein Ding, was man sich an den Helm oder an die Brille, also nein, ich habe es nicht. Frage fürs Q&A von Henry Dorsch. 14 Jahre angehender Triathlet. Irgendwelche Tipps? Take your time, trainier viel, über viele Jahre hinweg. Such dir Leute, mit denen du zusammen trainierst, die den Sport genauso geil finden wie du. Du brauchst eine gute Trainingsgruppe, glaube ich, um wirklich lange Spaß daran zu haben und musst du irgendwie Gleichgesinnte finden, die verstehen, warum du vielleicht abends nicht mehr weggehen willst, weil du am Tag danach gut trainieren möchtest und die vielleicht eben noch gemeinsam mit dir trainieren. Also ich glaube, eine gute Trainingsgruppe mit Gleichaltrigen, die das Gleiche machen, ist mega, mega gut. Hatte ich früher auch als ich noch im Laufsportbereich aktiv war. Oder halt nur so mit 14, 15 habe ich angefangen, waren wir so eine Gruppe von 3, 4, 5 Jungs. Und das war einfach war eine Top-Sache. Hat mich wahnsinnig motiviert und extrem geholfen, die Sache so lange durchzuziehen, wie ich es durchgezogen habe. Schläfst du in harten Trainingsphasen mehr? Wenn ja, wie viel? Ich würde schon sagen, dass ich jemand bin, der viel Schlaf braucht. Und ich achte auch immer wieder drauf. Also 7,5 Stunden versuche ich eigentlich immer mindestens zu schlafen. Plus Mittagsschlaf, wenn es irgendwie untergeht. Christopher Schroll, gute Trainingsgeheimtipps fürs Triathlon und die einzelnen Disziplinen. Also so ein Geheimtipp, der mittlerweile auch nicht mehr so ganz geheim ist, weil immer mehr Lauftrainer oder auch in Laufmagazinen darüber berichtet wird oder das immer wieder thematisiert wird. Die meisten Triathlon-Veranstaltungen dauern 1 Stunde plus. 1 Stunde bis 12 Stunden, 1 Stunde bis 14 Stunden oder für eine olympische Distanz 3 Stunden bis, keine Ahnung was. Und es sind natürlich
Ausdauerdisziplinen. Das heißt, man kann wahnsinnig viel Zeit investieren und Kilometer laufen und Kilometer Radfahren und Kilometer schwimmen und man wird eine ganze Zeit lang besser. Aber ein weiterer nicht zu unterschätzender, sehr limitierender Faktor ist einfach die Geschwindigkeit, in der man sich bewegt. Und wenn es einmal um mehr als nur das Finishen geht, vielleicht abgehakt ist, okay, ich bin angekommen, dann ist meistens die nächste Überlegung, die man hat, okay, wie schnell kann ich das jetzt schaffen? Und dann kommt das Thema Geschwindigkeit mit rein und Geschwindigkeit trainiert man, indem man sich auch einfach mal schnell bewegt. Also das wäre so mein Geheimtipp einfach jetzt mal für Ausdauersportarten im Allgemeinen und ich glaube, das zählt genauso fürs Schwimmen, fürs Laufen, fürs Radfahren, fürs Rudern, für alle möglichen Ausdauersportarten. Man muss immer wieder auch die wirklich Top-Geschwindigkeiten, die Maximalgeschwindigkeiten ansprechen, um sich da zu verbessern im besten Fall, aber auf jeden Fall, um es nicht zu verlernen. Also das wäre so mein Geheimtipp. Ich hoffe, das konnte helfen. Für die einzelnen Disziplinen fällt mir jetzt gerade eben nichts total Spannendes ein, aber bei Gelegenheit bestimmt mal. Wieder eine Frage von einem etwas jüngeren Athleten, von Braxelo. Ich bin 16 und beginnender Triathlet. Hast du noch spezielle Trainingstipps für einen Schüler? Thema Zeitmanagement und Überlastungsrisiko verringern. Vielen Dank im Voraus. Lieber Braxelo, Zeitmanagement. Also ich glaube nicht, dass man als Schüler schon so viel trainieren muss, dass das wirklich ein Thema ist. Kommt natürlich darauf an, wie viele andere Sachen du noch in deinem Alltag hast. Ich weiß auch, dass viele Schüler mit Nachmittagsunterricht und so weiter und so fort ganz schön zugehen. Schon einfach viel zu tun haben auch. Genau, also versuch da einfach, da musst du ein bisschen selber einfach in dich reinhören. Was kannst du gut in deinen Alltag mit einbauen? Und wie vorhin schon gesagt, such dir Trainingspartner, dann macht es auch mehr Spaß. Und dann ist es vielleicht auch mal nicht so schlimm, wenn es mal ein bisschen stressig ist oder dann Freizeit bzw. chillen halt so ein bisschen weniger wird. Also ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, was ich meine. Das klang jetzt irgendwie doof. Die Fragen zum Thema Ernährung im Wettkampf würde ich nochmal ausklammern und im getrennten Video bearbeiten. Vielleicht direkt nach der Langdistanz. Der von da oben fragt, was habe ich für ein Zeitfahrrad? Lieber der von da oben. Ich habe ein Cube Aerium SL. Okay, es sind jetzt noch einige Antworten offen geblieben. Einige Cues nicht geaddet worden. Zum Thema Saisonplanung, zum Thema Ernährung im Wettkampf und Trainingsumfang. Ist aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ist versprochen. Boah, ein abartig langes Video und jetzt muss ich mir den ganzen Rotz nochmal angucken. Der rechte Fuß ist eingeschlafen. Vielen Dank fürs Zuschauen und in diesem Sinne, ne, wir sehen uns beim nächsten Video.